So Leute, ich bin heute auf einem Fotoworkshop in München. Wir starten hier am Eisbach. Heute ist der Ralf dabei, der steht da unten, der kam extra aus Frankfurt angefahren. Wir sind an der Eisbachwelle und hier gibt es zwei Tipps, die ich euch mitgeben möchte, wenn ihr Surfer fotografiert. Im Sport kommt es sehr uncool, wenn man Buttshots macht. Das heißt, Leute von hinten fotografieren, weil ein Arsch will keiner auf dem Bild sehen. Also wartet man, wenn man von der Stelle hier aus fotografiert, auf Surfer, die goofy stehen. Das heißt, wenn der rechte Fuß auf dem Surfboard vorne steht, dann hat man die Person auch von vorne auf dem Bild. Und so würde ich jetzt hier die Bilder machen. Circa mit einer 1000stel Belichtungszeit, dass das Bild schön scharf wird. Von den Kameraeinstellungen wäre ich dann im Fokusmodus breit und AFC, also der Nachführautofokus. Das heißt, dass die Kamera das Motiv schön verfolgt. Und in dem Moment, wo was auf dem Wasser passiert, wenn der so einen Cut, so einen Turn macht, dann macht man das Bild. Am besten mit diesem High-Modus. Ganz interessanter Spot hier in München im Englischen Garten am Eisbach. Schaut euch mal die Bildkomposition an. Ich habe hier den Stein ins linke Drittel gesetzt, ins untere linke Drittel, und schon sieht dieser Flusslauf für mich aufgeräumt aus. Von der Belichtungszeit bin ich unter einer halben Sekunde auf einer Blende 18 und das wähle ich einfach dadurch oder dafür, dass das Wasser nicht zu sehr verträumt aussieht und nicht zu weiß daherkommt. Jetzt machen wir mal das Bild. Fokussiert habe ich hier auf den Wasserfall. So Freunde, ich bin jetzt hier oben mit dem Ralf am Friedensengel angekommen und wir wollen die Lichtzieher von der schönen Pritz-Regentenstraße aufnehmen. Lichtzieher und Blendensterne. Und das machen wir jetzt so, dass ich die Blende auf F22 komplett geschlossen habe und warte jetzt einfach mal, bis die Autos von oben runterfahren und sich unten an der Ampel sammeln, weil mein Plan ist es, die Autos gleichzeitig aufzunehmen, also wenn die auf mich zukommen und von oben runterfahren. Und erst wenn die Autos im Fluss sind, also wenn die Ampel auf grün schaltet von beiden Seiten, dann drücke ich auf den Auslöser. Ich bin jetzt auf 13 Sekunden Belichtungszeit auf F22 ISO 100. Wir sind jetzt bei kurz nach Sonnenuntergang da, das ist ganz gut, weil im Himmel haben wir noch ein bisschen rosa Farbe. Die Lampen sind angegangen. Könnte ein Top-Bild werden, es müssen jetzt nur genug Autos von oben runterfahren, weil die meisten fahren jetzt aus der Stadt nach Hause, alle bergauf. Aber jetzt sammelt es sich unten an der Ampel, gleich geht's los. Ich gehe jetzt auch vielleicht auf 15 Sekunden Belichtungszeit. Vielleicht könnt ihr es auch sehen, die Autos kommen jetzt langsam von oben runtergefahren. Und der Ralf steht jetzt auch gleich stadtklar hier, aber es sind noch nicht genug Autos da. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Ich habe manuell fokussiert, vorne auf die Straße. Einstellungen bleiben jetzt mehr oder weniger gleich. Man muss halt jetzt nur, umso dunkler es wird, die Belichtungszeit immer anpassen und immer ein bisschen länger belichten. Also ist nicht schwierig, nur Geduld braucht man für so ein Foto. Was hier jetzt auch noch zu beachten gilt, wir haben uns den Platz hier in der Mitte erkämpft. Hier waren ganz viele Leute, die hier runter geguckt haben, die haben wir gebeten, mal nach links und rechts Platz zu machen, weil wenn man komplett mittig steht, wirkt halt das Bild auch viel, viel aufgeräumter, symmetrischer und schöner. Da mache ich ein paar Zentimeter viel aus. So warte ich jetzt, bis der richtige Zeitpunkt da ist. Jetzt kommen endlich von oben die Autos runtergefahren. Jetzt werde ich langsam hibbelig. Jetzt machen wir das Bild. Ralf, geh ran. Geh ran, du musst das Bild jetzt machen. Noch ist ein bisschen Licht da. Und jetzt schaltet die Ampel auf grün, jetzt legen wir los, 15 Sekunden lang. Zack, läuft. So, die Kamera rödelt, bam, so wollte ich es haben. Voll. So, immer noch in München, hier mitten in der Innenstadt im Lehl. Und wir wollen Folgendes machen. Die Trams fahren hier an diesem schönen Monument oder an dieser, was haben wir denn hier, was ist das hier? Maximilian, ja, Maxi, fahren die beiden Trams entlang und wir versuchen, eine Tram, die runterwärts fährt, gleichzeitig aufzunehmen mit einer, die nach oben kommt. Und es ist ein schönes Farbspiel, die Lichtzieher hier aufzufangen mit 20 Sekunden Belichtungszeit, ist echt geil.
Da kommt jetzt wieder eine Tram. Von vorne auch. Ich nehme die jetzt auf. Das ist jetzt eine reine Timing-Sache. Die Tram, die hier durchfährt und die kommt, jetzt passt auf, die kommt und beide sind jetzt Vollgas im Bild drin. Yes, das war's. Das war's. Also, komm mal her. Schauen wir uns jetzt mal an. Komm mal daher. Ich mache mir hier das Licht aus, pass auf. Ich habe gerade gemerkt, ich war jetzt echt hektisch, weil ich genau auf diesen Moment gewartet habe, dass die Tram gleichzeitig hier reinfahren. Also es ist ein wunderschönes Bild. Ich kann euch auch kurz was zur Bildkomposition erzählen. Ich habe diese Statue, diesen Maximilian, genau mittig genommen. Ich habe auch aufgepasst, dass dieses Rondell auch schön links und rechts in meine Mitten im Halbkreis zuläuft. Also hier ist auch ein guter Standpunkt super, super wichtig. Die Blende habe ich auch komplett zugeschlossen. Mal schauen, auf was ich hier bin. Auf F20, damit ich diese schönen Blendsterne hier einfangen kann. Der Ralf aus Frankfurt hat genau dasselbe Bild gemacht. Ist auch was geworden? Zeig mal her. Ja, geil. Ralf hat sogar ein Sigma-Objektiv drauf. Da sind halt die Blendsterne noch mal schöner als mit dem Sony. Sehr geil. Eigentlich wollten wir gerade vorbeigehen und wir sind doch mal stehen geblieben. Das war ein guter Entschluss. Ist jetzt ein Highlight. Cool. Weiter geht's. Ey, das ist cool geworden. Geil. Bam. Sehr schön. Jetzt sind wir hier in der Nacht in einem Treppenhaus, ganz in der Nähe vom Marienplatz. Ich rede auch ein bisschen leiser, weil ich bin mir nicht sicher, ob man hier wirklich fotografieren darf. Und das Besondere, deswegen sind wir hier gibt es eine geschwungene Treppe. So, schön lila Farben. Und ich bin jetzt hier auf dem Weitwinkel unterwegs, auf 14 mm. Und bei Tag ist diese Treppe einfacher zu fotografieren, weil, ich kann es euch mal zeigen, film mal nach oben, man sieht da oben eine Lampe, die da davor spitzelt. Ja? Und die will ich eigentlich nicht haben. Das ist ja die Lampe da. So. Und weil man diese Lampe sieht, kann ich mich hier nicht komplett mittig mit meinem Weitwinkel hinstellen und nach oben fotografieren, weil die scheinen hier komplett ins Display rein, ins Objektiv rein. Bei Tag geht es vielleicht, weil ich denke, dass die Lampe da auch aus ist, ja, dass dann nur Tageslicht hier ins Treppenhaus reinfällt. Jetzt am Abend versuchen wir jetzt hier gerade im Rahmen des Workshops das Bild von hier zu machen, die Kamera leicht schräg zu nehmen und hier diese Schneckenform von links ins Bild reinlaufen lassen. Also ich habe hier schon beachtet den goldenen Schnitt und hier schon diesen Kringel. Das sieht ganz stimmig aus und weil ich das Bild jetzt hier quick and dirty aus der Hand mache, bin ich jetzt auf ISO 1600 sogar. 13er Blende, dass ich oben einen Blendenstern kriege und ein Viertel Belichtungszeit. Und so mache ich jetzt hier das Bild. Fokussiere oben auf den Stern oder oben auf die Lampe und lass die Schnecke hier schön von links ins Bild reinlaufen. Dann mache ich jetzt aus der Hand 2, 3 Shots und dann bin ich relativ happy damit. Aber es ist ein super schweres Motiv, oder? Hier stehe ich jetzt wieder an der Oper und zwar an der Ausfahrt von dem Parkhaus. Ich war ja in einem der letzten Videos schon mal hier, aber heute ist ein kleiner Unterschied. Ich möchte dasselbe Foto von dieser Auffahrt machen mit den fahrenden Autos auf 12 mm. Das letzte Mal hatte ich nur 14 mm dabei, heute 12 mm Sony, beziehungsweise das ist das 12 bis 24, entschuldigt. Was ich jetzt auch anders machen will, beziehungsweise ich möchte warten, bis zwei Autos gleichzeitig hochfahren. Jetzt wäre es gerade so weit gewesen. Und dafür habe ich mir jetzt als Zeitpunkt das Ende der Oper ausgesucht. Jetzt muss ich mir ein bisschen konzentrieren und draufdrücken.
Ich hoffe jetzt einfach, dass innen und außen gleichzeitig die Autos hochfahren. Und das mache ich jetzt. Ich drücke jetzt mal drauf. Jetzt müsst ihr innen, schaut, innen, jetzt fahren gerade drei Autos hoch. Ein Porsche, hier ein BMW. Weil die Autos, die innen hochfahren, die machen einen schöneren Kreisel. Den habe ich noch schöner drauf. Jetzt laufen noch Leute runter, egal. Ich belichte 15 Sekunden. Bin ganz sehr auf das Bild gespannt. Wow, was geht denn hier ab? Schaut mal, also merkt euch das, wenn die Oper aus ist, ist es meistens 22 Uhr, 22.10 Uhr. Nach der Vorstellung kriegt man richtig viele Autos ins Bild. Das letzte Mal musste er ewig lang warten. Hier kann man ganz deutlich erkennen, dass sogar mehrere Autos hochgefahren sind. Und das war jetzt eigentlich das Ziel von dieser Aktion. Der Abend ist auch schon weit vorangeschritten. Ich schaue jetzt noch mal weiter zum Siegestor mit dem Ralf. Und ja, da wollen wir auch noch mal ein paar schöne Lichtzieher aufnehmen, weil den Shot haben wir jetzt richtig gut im Kasten. Wie ist bei dir, Ralf, geworden? Sind zwei, drei Bilder dabei? Auch gut. Du bist auf 14 mm Sigma gerade, gell? Sag mal her, ein, zwei Bilder, mal schnell abchecken. Das kommt echt darauf an, wenn die Autos eben langsam hochfahren, hat man die Lichtzieher schöner drauf. Hier zum Beispiel hast du durchgehende Lichtzieher. Man muss nur auf Autos spekulieren, die einfach langsam hier hochfahren. Schön. Man braucht auch Geduld. Oh, Wahnsinn, auch beide gleichzeitig. Schön, schöner Spot. Cool. Also Haupttipp ist, auf das Ende der Oper warten, wenn alle aus dem Parkhaus stürmen. Dann kommt man hier zu seinem Schuss. Okay. So, unsere letzte Station, 23 Uhr, ist das Siegestor. Und ich habe mir jetzt gerade mal die Kamera vom Ralf geschnappt und er hat es echt geschafft, dass die Autos von vorne gekommen sind, hinter uns sind sie durchgefahren und ein Taxi hat auch noch das Rondell genutzt, um da zu wenden. Somit hat er hier echt ein richtig schönes Farbenspiel auf dem Display. Echt ein super schönes Bild. Und jetzt haben wir noch die klassische Instagram-Perspektive, diese Bank und das Siegestor im Hintergrund. Jetzt ist noch Folgendes eingetreten. 23 Uhr geht das Licht am Siegestor aus. Und jetzt wollte ich gerade aufbauen. Vergiss es. Also den Spot, mit dem Spot verbinde ich eine Geschichte. Ich habe nämlich früher in München gleich hier daneben gewohnt. Ja? Und ich habe diese Perspektive nicht einmal gesehen, bin hier tausendmal vorbeigelaufen. Und dann, als ich die Perspektive auf Instagram gesehen habe, war ich so beleidigt und habe mich bis heute geweigert, dieses Bild zu machen, ja, weil ich einfach zu blöd war. Ich habe es nicht gesehen. Und heute wollte ich es jetzt machen, jetzt ist das Licht da hinten ausgegangen. Ach, scheiß drauf. Also Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei meinem Video. Wir sehen uns im nächsten. Gebt mir gerne ein Like für meine Arbeit und ich sage ciao, bye bye. Es ist ja so dunkel da hinten. Hier ist alles hell und das Tor ist jetzt komplett dunkel.